Sie befinden sich in der Probezeit und sind bisher nicht auffällig geworden. Welche Folgen können eintreten, wenn Sie an dem Verkehrszeichen Halt Vorfahrt gewähren, also am Stoppschild, nicht anhalten und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden? Die erste Antwort: Eine Anordnung zum erneuten Ablegen einer theoretischen Fahrerlaubnisprüfung. Das wird nicht passieren, ja, da brauchst du keine Angst zu haben. Ein Eintrag in das Fahreignungsregister. Das kann passieren. Du bekommst also einen Punkt in Flensburg eventuell. Ja, und wenn du einen Punkt in Flensburg bekommst, dann kriegst du automatisch auch immer eine Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger. Du musst dann also zur Nachschulung und deine Probezeit wird von 2 auf 4 Jahre verlängert werden. Okay? Antwort 2 und 3 sind damit richtig hier bei dieser Aufgabe. Sie befinden sich in der Probezeit und sind bisher nicht auffällig geworden. Welche Folgen können eintreten, wenn Sie an dem Verkehrszeichen Halt Vorfahrt gewähren? Halt Vorfahrt gewähren ist ein Stoppschild, ja. Nicht anhalten und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Ja, das ist eine Vorfahrtsverletzung mit Gefährdung also. Und wenn du in der Probezeit bist, dann führt das dazu, dass du in die Nachschulung musst und die Probezeit verlängert wird. Wenn du noch nicht weißt, was die Probezeit ist, ganz kurz erklärt, wenn du noch keinen Führerschein hattest bisher und machst jetzt deinen Autoführerschein, dann wirst du eine Probezeit bekommen. Die dauert normalerweise 2 Jahre. Ne? Am Tag, wo du deinen Führerschein ausgehändigt bekommst, beginnt deine Probezeit und dauert dann, wie gesagt, 2 Jahre an. Und in diesen 2 Jahren musst du beweisen, dass du vernünftig mit deinem Fahrzeug im Straßenverkehr fahren kannst und vernünftig am Verkehr teilnehmen kannst. Vor allen Dingen soll dort die charakterliche Eignung getestet werden. Es soll getestet werden, ob du dich an die Regeln hältst, ob du nicht zu schnell fährst, ob du nicht über rote Ampeln fährst oder anderen Menschen die Vorfahrt nimmst und so weiter und so fort. Ja, und wenn du in den 2 Jahren zu viele Auffälligkeiten zeigst, ja, und zu viele negative Auffälligkeiten zeigst, Bußgelder zahlen musst oder sogar Punkte in Flensburg kriegst, dann hat das Konsequenzen. Und dann musst du zu einer Nachschulung, zu einem sogenannten Aufbauseminar für Fahranfänger in die Fahrschule kommen. Es geht also wieder zurück in die Fahrschule für ein paar Stunden. Und außerdem wird auch noch deine Probezeit von 2 Jahre auf 4 Jahre verlängert. Okay? So, jetzt gucken wir uns mal die Antworten an. Sie befinden sich in der Probezeit und sind bisher nicht auffällig geworden. Welche Folgen können eintreten, wenn Sie dem Verkehrszeichen Halt Vorfahrt gewähren, wenn Sie an dem Verkehrszeichen nicht anhalten und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden? Also am Stoppschild nicht angehalten und dadurch andere gefährdet. Vorfahrtsverletzung mit Gefährdung, das reicht eigentlich immer für eine Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger. Ja, und dann wirst du auch noch Eintrag in das Fahreignungsregister bekommen, also einen Punkt in Flensburg. Wir haben alle im Fahreignungsregister ein Punktekonto. Wenn wir also Dinge im Straßenverkehr verursachen, ja, wo wir halt Bußgelder zahlen müssen, kriegen wir eigentlich auch immer Punkte dabei. Und wir haben ein Punktekonto, das darf maximal 7 Punkte beinhalten. Und bei 8 Punkten, bei 8 Strafpunkten sozusagen im Vereignungsregister, wird dir deine Fahrerlaubnis wieder entzogen. Okay, das kann also passieren, dass du da auch einen Punkt in Flensburg bekommst, in diesem Vereignungsregister. Anordnung zum erneuten Ablegen einer theoretischen Prüfung, das wird nicht passieren. Antwort 2 und 3 sind richtig, Bußgeld, Punkte und ja, Aufbauseminar, Verlängerung der Probezeit auf 4 Jahre. Antwort 2 und 3 sind richtig hier bei dieser Frage.